Wollen wir mal gucken, ob wir da leise oder laut durchkommen, nachdem wir hier so im Spacknacken Trinity die Klamotten abgenommen haben. Ja? So. Infos. Kinder, ihr dachtet, lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Hm. So, wir müssen erstmal dahin. Ein paar Federn hier rausnehmen. Voll. Voll. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Wo sollte ich die Laterne hinwerfen und warum? Damit ich da rüberkomme. Oder? Kann das sein? Hm. Sonst wüsste ich keinen Weg, wie ich da an die... Ach doch, da, da, da. Ich habe heute einen Fehler gemacht, der zu weiteren Fehlern führen könnte. Ich habe Zeit mit Alia verbracht, obwohl ich es bisher vermieden habe. Sie erinnert mich an meine geliebte Sophia, die ich längst vergessen zu haben glaubte, und lässt mein Herz höher schlagen. Sie trübt mein Urteilsvermögen, selbst wenn sie nicht bei mir ist. Ich klinge wie ein Kind. Dabei liegen diese Tage lange hinter mir. Ich muss diese alten Gefühle begraben und mich eine Weile von meinem Volk trennen. Ach ja, die Liebe. Oh, die Liebe. Ich dachte, ich komme hier hoch. Da habe ich mich wohl geirrt. Da bist du doof. Nee.
Muss ich echt darauf verzichten? Mir klatscht der Regen wieder auf die Kamera. Sehr geil. Hä? Hallo? Na, alles gut? Ich sehe nachdenklich aus. Muss ich echt darauf verzichten? Sorry, ich muss das leider kurz etwas näher eruieren. Sie leben. Gut. Die meisten Verletzten sind sicher. Aber die Angreifer sind wieder da. Sie haben das Oberdorf eingenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert sich der Widerstand. Wir können jede Hilfe brauchen. Wenn Sie zurück zum Dorf gehen, seien Sie vorsichtig. Hallo. Beobachtest du die Fische im Wasser mit dem Fernglas? Die Sowjets haben diesen Ort eilig verlassen und im ganzen Tal Dinge zurückgelassen. Damit können sie viel machen. Ja. Weiß. Hast du wen lebend erwischt? Ich hatte einen. Hätte ich ausliefern können. Dem Bonus. Ja, einer hat sich ergeben und die dummen Typen haben zugesehen. Ich musste ihn ausliefern. Bringen Sie sie ins alte Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen könnten. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale fest. Er wird aber jemand Spaß haben. Das müssen Sie sein. Ich hatte gehofft, die ziehen Streichhölzer für den Job. Was soll's? Wie lange bist du schon dabei? Ein paar Monate, aber das ist mein erster richtiger Einsatz. Ich war schon zu lange nicht mehr an der Front. Man rostet ein. Du? Ich arbeite jetzt ungefähr ein Jahr für Konstantin. Ein alter Kriegskumpan hat für mich gebürgt. Davor habe ich für eine der Familien in Kiew gearbeitet und musste aus der Stadt verschwinden. Gibt es immer so viele Gelegenheiten? Nein, das ist ein Sonderfall. Genieße es. Meistens sind die Jobs viel kleiner und diskreter. Schade. Das hier ist nicht übel. Ja, ich weiß nicht. Irgendwas ist daran seltsam. Die Firmentypen sind hier draußen so nervös. Sonst kennen sie nur ihre Geschäfte. Geht's um den Auftrag? Irgendwas, was sie uns nicht verraten? Keine Ahnung. Vielleicht lese ich da zu viel hinein. Ich sollte den Augenblick genießen, aber... Verstehe. Ich grusel jetzt bei den Typen auch. Bye bye. Angriff! Wir werden angegriffen! Ausschwärmen, haltet die Augen! Dieser Husten. Während des Kampfes musste ich den voll unterdrücken jetzt. Naja, war ja kein Kampf. So, ich brauche neue Pfeile.
kleines Freudentänzchen auf den Feind. Kann ich das nicht nehmen, wenn... Ach, das ist Pistolenmunition, du Idiot. Kann man hier irgendwas machen, irgendwas sehen? Irgendwelche Pläne in Erfahrung bringen? Ja, ne? Tja, so wie es aussieht, hätte man das Ganze auch vollkommen leise machen können. Aber, weißt du. Ja, ist ja jetzt auch nicht mehr relevant. Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Verstanden. Ganze Menge. Ganze Menge. Abfackeln? Nee. Versuche ich es wirklich mal leise. Ich muss dich erschießen, es tut mir leid. Sobald wir mit der Suche hier fertig sind, könnt ihr mit den übrigen raufgehen. Wonach genau suchen wir denn? Die Zentrale glaubt, der Atlas ist unter der Kathedrale. Wir suchen nach allem, was diese Theorie stützt. Was denn genau? Wüssten wir das, müssten wir nicht suchen. Dokumente, Karten, irgendwas, das die These bestätigt. Okay. Warum gehen wir nicht rein und holen die? Weil sie auch glauben, das könnte gefährlich sein. Sie wollen möglichst viele weitere Infos, bevor sie Leben aufs Spiel setzen. Glauben wir, die Einheimischen bewachen ihn? Sowas in der Art, ja. Wir haben doch gezeigt, dass wir mit ihnen fertig werden. Warum nehmen wir ihn uns nicht mit Gewalt? Hör zu, du wirst für heute eine Belobigung bekommen. Du willst bessere Aufträge von Trinity? Dann such jetzt und lass die Fragen. Moment, da war was. Ein Deckel. Verdammte Tat. Das hat ja super geklappt, dein Stealth-Modus. Alter, ihr seid gepanzert. Okay, das muss ich ja nur wissen.
mehr Öl. Ich brauche mehr Öl. Könnt ihr mit den übrigen raufgehen. Wonach genau suchen wir denn? Die Zentrale glaubt, der Atlas ist unter der Kathedrale. Wir suchen nach allem, was diese Theorie stützt. Was denn genau? Wüssten wir das, müssten wir nicht suchen. Dokument, Karten, irgendwas, das die These bestätigt. Warum gehen wir nicht rein und holen die? Weil sie auch glauben, das könnte gefährlich sein. Sie wollen möglichst viele weitere Infos, bevor sie Leben aufs Spiel setzen. Glauben wir, die Einheimischen bewachen ihn? Sowas in der Art. Ja, wir haben doch gezeigt, dass wir mit ihm fertig. Warum nehmen wir ihn uns nicht mit Gewalt? Hör zu, du wirst für heute eine Belobigung bekommen. Du willst bessere Aufträge von Trinity? Dann such jetzt und lass die Fragerei. Hey, ich glaube, ich habe noch mehr Goldmünzen gefunden. Leg das hin. Das sind nicht deine. Ach komm, das ist Kriegsbeute. Ich glaube, du hast es noch nicht begriffen. Wir haben Feindkontakt! Wir haben Regeln. Ausschwärmen! Haltet! Ich brauche Verstärkung! Wieso kann ich mich nicht heilen? Ich habe so viel Heilmittel und meine L1 geht nicht. Pass auf, gleich ist mein Akku leer. So, das ganze Spiel nochmal. Öl aufladen. Vielleicht kann der das nicht sehen, wenn ich den als erstes erledige. Und wenn doch, ja, dann ist das so. Wir haben doch gezeigt, dass wir mit ihnen fertig werden. Warum nehmen wir ihn uns nicht mit Gewalt? Hör zu, du wirst für heute eine Belohnung bekommen. Du wirst bessere Aufträge von Trinity. Such jetzt und lass die Fragerei. Hey, ich glaube, ich habe noch mehr Goldmünzen gefunden. Leg das hin. Das sind nicht deine. Ach komm, das ist Kriegsbeute. Ich glaube, du hast es geleistet. Wir sind keine Söldner. Wir haben Was? Regeln. Du wirst gut bezahlt, aber du musst für heute jeden Befehl. Das sind nur ein paar Scherzmünzen. Du hast meinen direkten Befehl, wie ich direkten Befehl von Konstantin habe. Jeden zu exekutieren, der nicht gehorcht. Verstanden? Ja, ja, verstanden. Kein Problem. Erstmal Hier was lesen. Ist eure heutige Lektion. Bringt mir ein Tier mit Federn. Die Vögel in unserem Tal fliegen meist am Tag und nisten in der Dunkelheit. Weiter entfernt gibt es auch Möwen und andere Arten. Diese Vögel wären für die heutige Lektion ausreichend, wenn auch die faule Lösung. Die Ehrgeizigen unter euch sollten sich zwischen Morgen- und Abenddämmerung in die hohen Lagen begeben. Ein Bussard würde mich schwer beeindrucken. Und bevor ihr fragt, die Hühner in unseren Dörfern kamen mit unseren Vorfahren her. Mit einem zahmen Vogel vom Hof eurer Mutter erfüllt ihr die Aufgabe also nicht. Haben bestimmt trotzdem welche versucht. Mann getroffen. Ausschwärmen. Los! Shit.
Gebüsch. Sie könnte überall sein. Achtet aufs Gebüsch. Sie könnte überall sein. Verdammt. Dann nehmen wir auf die harte Tour, ne? Leise versucht. Da bin ich nicht für gemacht. Immer auf die Fresse drum. Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände. Und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug. Ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden. Dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Die Leute haben echt Probleme. Die haben ganz schwere Probleme. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber er will uns beide weiterempfehlen. Und dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus.
Und von oben. Kommen wir hier durch, ohne Ärger zu machen? Ich glaub's nicht, ne? Glaub leider nicht dran. Die stehen noch viel zu weit von den Fässern weg. Was war das? Laufen die Operationen an der Kathedrale schon? Geht jede Minute los. Vor knapp einer Stunde haben sie schweres Gerät hingeflogen. Anna ist schon da oben. Sie glaubt, sie finden den Atlas da drin. Ich dachte, das Erkundungsteam hätte gemeldet, da wäre nichts. Einer der Gefangenen könnte einen Geheimgang. Da unten gibt es jede Menge Katakomben. Hoffentlich ist es das jetzt. Okay, soweit so gut. Erstmal gucken, ob da einer ist irgendwo in der Ecke. Da ist aber keiner. Ich könnte mich aber darüber rüberdingsen. Alter, gut, dass der da nicht runtergefallen ist. Falsche Taste. Yeah!
Das waren die letzten beiden? Ernsthaft? Hier liegen noch ein paar Leute. So, von denen muss ich noch mein Zeug nehmen. Dann geht's jetzt auch gleich schön weiter. So, mal gucken, was gibt's denn hier. Croft arbeitet in allen Belangen gegen uns. Jemand hat ein Feuer in ihr entzündet. Lord Croft war zu sehr Theoretiker, ohne Entschlossenheit. Er war ein Feigling. Seine Tochter ist anders. Heute hätte ich fast befohlen, dass niemand außer mir Croft töten darf. Ich fürchte, sie trübt mein Urteilsvermögen. Ich muss daran denken, das Ziel ist kein weiteres Croft-Opfer. Das Ziel ist die göttliche Quelle. Ja, das wollen wir doch mal sehen, mein Freund. Ich werde dich aufhalten, denn du bist mein Endgegner, das weiß ich ganz genau. So, klettern Sie da hoch. Wie komme ich denn? Wie komme ich denn am dümmsten? Aber dazu muss ich ja erstmal irgendwie... Hätte ja klappen können. Ich gehe einfach hier die Leiter rauf, die Treppe. Diese verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor, meine Anfänge mit Trinity. Als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr. Und erkannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit, Konstantin und ich. Als wir nur uns beide hatten. Und dann reiße ich mich los. Zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Aber das wird dich nicht retten, liebe Anna. Das wird dich nicht retten.